Oh yeah, Elektroschrott. Uhren. Total geile Dinger, diese Uhren. Besonders dann, wenn sie laufen. Also wenn sie auch was anzeigen. Notfalls auch, wenn sie nichts anzeigen, aber immerhin laufen. Ja, meistens. Egal, also jetzt kommt gleich Erklärung dazu. Das kann ich jetzt nicht. Ja, was wir jetzt hier haben, ist ein kleines Update zu dem Uhrenmodul. Das Problem, das ich mit dem Uhrenmodul hatte, sprich hiermit, war schlicht und einfach, dass sobald der Strom ausgegangen ist, die Uhrzeit zurückgesetzt wurde, stand auf Null. Wenn man den Strom wieder hingegeben hat, hat es wieder ewig gedauert, bis wieder das DCF-Signal kam. Das war ein bisschen nervig. Da habe ich mir überlegt, Mensch, was kann man da machen? Normale Echtzeit-Uhrenmodule sind auch irgendwie gepuffert. Und was ich letztendlich getan habe, war, dass ich diesen fetten Kondensator hier mit reingebaut habe. Ich hebe das mal hoch, dass man den ein bisschen besser sieht. Das ist ein ordentliches Teil. 5 Volt bei 1,5 Farad. Das kann schon einigermaßen was. Letztendlich hat der die Wirkung, dass er tatsächlich beim Wegfall des Stroms die Spannung auf der 3,3 Volt Leitung von dem Ding hier für ungefähr 3 Minuten abpuffert, so dass die Uhrzeit dann nicht verloren geht. Ich zeige das mal kurz ein bisschen. Man sieht jetzt gerade, dass die Uhr 19.06 Uhr anzeigt. Und was ich jetzt tue, ist, dass ich mal den Strom abziehe. Klack, jetzt ist der Strom weg. Und die Echtzeituhr läuft gerade auf dem Kondensator weiter. Wenn ich jetzt wieder Strom gebe, dann sind wir gleich wieder bei 19.06 Uhr. Und man hat bloß gerade eben unten gesehen, diese LED-Statuszeile hier, die hat angezeigt, dass das DCF-Signal nicht synchronisiert war. Sobald das DCF-Signal da war, hat der dann die LEDs ausgeschaltet. Ja. Also, eine kurze Erklärung dazu, wie das funktioniert, was wir da sehen. Ich hatte ursprünglich die folgende Situation. Von meinem Motherboard kam plus 5 und Masse rein. Ja? So. Das Uhrenmodul von ELV braucht sowohl die 5 Volt als auch 3,3 Volt. Beides. Das heißt, ich habe 5 Volt gezeugt da drüben irgendwie. Und zusätzlich habe ich hier drüben einen Spannungswandler verbaut. Das ist ein LP2950-33, der 5,0 Volt nach 3,3 Volt wandelt. Der hat 3 Pins in Ground Out. Und der braucht noch ein paar Kondensatoren in der Beschaltung, die lasse ich jetzt weg. Ja? Einfach nur der Einfachheit halber. Was ich jetzt gemacht habe, war, ich habe meine Plus 5 Leitung. Die ging hier auf den In. Die Ground Leitung ging auf Ground. Und Out ging hier drüben auf die 3,3 Volt für mein Uhrmodul. Was ich jetzt zusätzlich gemacht habe, ist folgendes. Zuerst habe ich hier meinen Kondensator, dieses fette Ding dazwischen geballert. Und zwar logischerweise hier die Plusleitung. Das ist eben, wie gesagt, dieser 1,5 Farad Doppelschichtkondensator. Und das zweite, was ich gemacht habe, ist, dass ich an dieser Stelle noch eine Diode reingesetzt habe. Ein paar Dinge zum Erklären. Erstens, warum diese Diode hier? Na, ganz einfache Angelegenheit, wenn die hier nicht drin wäre, ja, und ich schalte hier die 5 Volt Stromversorgung ab, dann würde der Kondensator sich entladen. Dummerweise ist das aber bei dem Spannungsregler so, dass der Strom dann einfach in die andere Richtung durchgeht. Der Strom würde hier auf die 5 Volt Rail kommen und würde meinen gesamten Mikrocontroller und das Gedrissel, das Display powern und wäre innerhalb von kürzester Zeit leer. Das will ich nicht, deswegen hier diese Diode, die dafür sorgt, dass ich nicht einfach meine gesamte Schaltung befeuere in dem Moment, wo der Strom weggeht. Die zweite Sache ist eben hier der Kondensator. Der wird mit 3,3 Volt geladen und entlädt sich hinterher mit 3,3 Volt. Nachteil ist, man muss sich das vorstellen, wenn der geladen wird, dann ist das ja so eine Kurve hier von 0 bis 3,3. Und die Zeit hier, bis der auf die 1,8 kommt, oder was das sind,
wo das Uhrmodul anspringt, also hier die Zeit, das sind so ungefähr 5 Sekunden. Das heißt, wenn man das Modul anschaltet, bis tatsächlich eine Uhrzeit angezeigt wird, hat man ungefähr 5 Sekunden, die das Display schwarz bleibt und danach macht es plötzlich plöpp und alles funktioniert. Muss man halt mitleben. Ja, im Grunde genommen war es das schon. Man könnte sich höchstens noch fragen, warum ich den Kondensator nicht vor die 5 Volt gepackt habe. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ich den Kondensator bereits hier reingebaut hätte, an dieser Stelle, also angenommen, ich hätte hier den Kondensator reingebastelt, dann hätte ich hier ein blödes Problem gehabt. Nämlich... Es hätte prinzipiell funktioniert, aber ich hätte an Stromversorgung natürlich nicht nur meine Uhrenschaltung versorgen müssen, sondern ich hätte auch den Spannungsregler versorgen müssen. Der frisst nicht enorm viel, ich glaube so 5, 6 mA, sowas in der Größenordnung. Aber 5, 6 mA haben oder nicht haben, das macht schon was aus. Ja, vielleicht noch ein ganz kleiner Exkurs, das ist ganz interessant, das habe ich mir nämlich heute Morgen erstmal alles reingelesen. Ich wollte nämlich wissen, wie lange denn dieser blöde Kondensator eigentlich meine Uhr am Laufen hält. Ja, dann habe ich mal in der Wikipedia geschaut, was ein Kondensator ist. Und was sagt die Wikipedia, was ein Kondensator ist? Das ist so eine Art Batterie und die Maßeinheit für die Kapazität des Fahrrads. Und dann habe ich mal bei dem Fahrrad geguckt, was das ist. Und da stand sowas hier. Ein Fahrrad gleich, was war das gleich wieder? Coulomb durch Volt, genau. Aha. Was ist Coulomb? Coulomb sind Ampere mal Sekunde. Also Ampere mal Sekunden durch die Spannung. Und das bedeutet, in meinem Fall, ich habe hier 1,5 Farad, ja, sind gleich, meine Schaltung zieht ungefähr 12 mA, also 0,012 Ampere, mal x Sekunden, geteilt durch, ja wie viel jetzt eigentlich, einfach eine Kiste. Der Kondensator wird mit 3,3 Volt geladen. Ich brauche mindestens 1,8, damit die Uhr noch funktioniert. Und das macht einen Unterschied von 1,5. Das heißt, der Spannungsabfall, um den es mir geht, sind 1,5 Volt. Den Klamm muss man jetzt so ein bisschen umstellen. Kommt man auf 1,5 zum Quadrat. Geteilt durch 0,012 ist gleich x. Taschenrechner, Entschuldigung, kurz offscreen. Sind 187,5 Sekunden. Ich habe es ausgemessen am Oszilloskop. Stimmt tatsächlich, ich komme auf ungefähr 3 Minuten. Minus, pf, was weiß ich, Leckströme, parasitäre Spannung, kenne ich mich nicht mit aus, egal. Dachte ich mir, ist vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen, um es nachvollziehen zu können. Deswegen habe ich es mal gesagt. Ja, das war es auch schon wieder für dieses Mal. Wenn ich wieder irgendwas Nettes zu zeigen habe, zeige ich es auch. Die nächste Geschichte wird wahrscheinlich die Frage, wie ich meinem Wecker auch das Wecken beibringen kann. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich die Weckzeit einstellen und dann auch speichern soll, aber ich finde was raus und ich halte euch auf dem Laufenden.